Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zu dem Antwortvideo auf all eure Fragen, die ihr eingesendet habt in den Kommentaren. Nun, ihr hattet die Möglichkeit, Fragen an mich zu stellen und ich möchte heute alle Fragen und aktuell sind es glaube ich rund 1200 bis 1500 Fragen beantworten. Das heißt, ich werde nicht direkt auf jede Frage eingehen können, werde vielleicht einige Fragen überspringen werden und tatsächlich einige Fragen wahrscheinlich auch nur mit Ja oder Nein beantworten. Nichtsdestotrotz versuche ich möglichst alle Fragen zu beantworten. So, und das Ganze werde ich eventuell auch in mehrere Parts unterteilen, denn ich glaube, länger als 15 Minuten möchte mir eh keiner zuhören. Also, die erste offizielle Frage unter dem Video. Und die sind jetzt sortiert nach von wirklich Anfang an. Das heißt, die nicht nach Top-Kommentare, sondern nach neuesten Kommentaren. Ist von Rocketcrafted. Denn ihr musstet die Frage so schreiben. Frage, Doppelpunkt und dann die Frage. Ja, und hast du eine Brille? Ja. So. Und genau in diesem Stil werde ich jetzt durchmachen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal, ich lasse das jetzt immer so durchlaufen. Bin mal gespannt, welche Fragen mich erwarten werden. Manche werde ich ein bisschen mehr erzählen, manche werde ich weniger erzählen und ja, los geht's. TCM fragt, heißt du wirklich Josef Heinrich? Ja, nur Heinrich ist mein Zweitname und aus Diskretionsgründen möchte ich natürlich jetzt hier nicht meinen Nachnamen sagen. Minecraft-Befehl, Frage, könntest du wieder Day of Death geben? Aktuell interessiert das nicht so viele Leute, das heißt aktuell nein, aber eventuell mal irgendwann in einer Kooperation mit anderen YouTubern oder so, das finde ich, glaube ich, nicht schlecht. Ein großes Dankeschön an meine Community, man sieht das jetzt gerade hier, wie viele Leute geantwortet haben, das heißt schon eure Fragen quasi beantwortet haben. Nichtsdestotrotz greife ich das nochmal auf, denn Sansonse LP fragt, willst du dich neben Redstone auch mal einen Roleplayer probieren? Ich glaube, das kannst du gut. Ich glaube eher nicht. Let's Play Nick, Frage, wo hast du das ganze Redstone-Wissen her? Und Patrick Hinde schreibt hier schon, es gibt Webseiten wie Minecraft Wiki zum Beispiel, da findet ihr wirklich viele Informationen über Minecraft und natürlich auch viel über Redstone, viel über Schaltkreise etc. Tatsächlich habe ich aber vieles von dem Wissen mir auch selber zusammengereimt, indem ich natürlich Grundlagen immer mal wieder, wenn ich etwas wollte, habe ich natürlich Videos im Internet geguckt dazu, wie ihr es wahrscheinlich auch bei mir tut, eben durch andere YouTuber, aber viel habe ich mir auch selber irgendwie zurechtgelegt. Rumexperimentieren, forschen und ausprobieren, was ich euch, by the way, auch empfehlen kann. Liebe Grüße da auch an Minecraft Technik Wiki. Ich sehe gerade, die sind ja auch dabei unter meinen Videos. Ja, das ist ziemlich cool. Die haben auch viele gute Antworten parat und es gibt eine eigene Webseite für Minecraft Technik Wiki, wo ihr nochmal detailliert Informationen zu Redstone-Schaltung bekommt. Falls ihr das so nicht in meinen Videos versteht, haut mal bei Google Minecraft Technik Wiki rein. Ihr werdet das finden. Tom Herrenknecht fragt, wie macht man die lila Schrift im Redstone Freizeitpark Tickets? Kann ich eben schnell zeigen. Ihr geht auf eine Webseite, die heißt mcstacker.bimbimmer.com. Ihr geht also auf Google mcstacker.bimbimmer. Also das gebt ihr quasi auf Google ein, findet dann dort das erste Ergebnis und da gebt ihr drauf und dort könnt ihr jetzt dort etwas zusammenklicken. Ihr geht dann hier auf GIF, dann gebt ihr hier Playername, gebt ihr euren Spielernamen ein oder einfach @p und Item gebt ihr dann ein, euer Item, welches ihr haben möchtet, zum Beispiel Paper, also Papier. Und dann könnt ihr jetzt hier einen Namen eingeben, das wird dann der Name des Items, also Papier. Und wenn ihr jetzt hier bei Lore etwas eingibt, ist das die lilafarbene Schrift unter dem Item. Und das hier müsst ihr dann einmal in Minecraft durch einen Command-Block oder durch einen Chat ausführen und dann habt ihr das Ganze. Weiter geht's. Frage, wie lange machst du YouTube? Weiß ich nicht, so lange wie es euch und mir Spaß macht. Und aktuell macht es mir und euch Spaß, das heißt, aktuell sehe ich mich nicht gezwungen, YouTube aufzuhören. Nächste Frage, hey THC, hab mal eine Frage, könntest du mal ein Video machen? Und zwar möchte ich gerne wissen, wie zum Beispiel 2x5 Euro Papier oder 5x2 Euro Papier in größeren Wert umtauschen kann. Hä? Er meint wahrscheinlich, dass man irgendwie einen Tauschomat baut, in dem man Währung einwerfen kann und den irgendwie tauschen soll oder so. Oh, weiß ich nicht, ob ich so ein Video mal dazu mache. Vielleicht, lieber Mr. Morshot, kannst du seine Frage ein bisschen präziser stellen, das wäre cool. Michael Busch, Frage, Telefonnummer. Nö, danke schön, Patrick Kindl, du sprichst mir aus der Seele. Slimeman33, wie bist du dazu gekommen, YouTube zu machen? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die wird sich bestimmt auch wiederholen. Ihr habt nämlich viele gefragt. Ja, es gibt da eine Webseite tatsächlich. Es gibt da eine Webseite, die heißt thejoecraft.de. Das ist, by the way, meine Webseite. Und auch hier an der Stelle, ihr habt die Möglichkeit, auch mal mit mir persönlich in Kontakt zu treten, aktuell über den Discord-Server. Wenn ihr auf meiner Webseite seid, geht ihr nämlich dann hier auf den Tab Mehr und geht dann hier auf den Tab Discord. Da gucken wir uns gleich nochmal um. So, und hier habe ich natürlich ein bisschen was über mich geschrieben, aber ich kann da nochmal kurz die Kursfassung gleich sagen. Eben nochmal zu Discord. Das ist die Webseite von Discord. Ihr klickt auf dieses schöne Symbol. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr ganz einfach dem Discord-Server beitreten. Und dort habt ihr auch die Möglichkeit, ab und zu mal mit mir sprechen zu können.
oder mit mir schreiben zu können über die Kanäle. Es ist sowas Ähnliches wie Skype, also es gibt verschiedene Kanäle, in denen man miteinander reden kann, etc. Schaut es euch mal an, ist sehr zu empfehlen, wird euch bestimmt gefallen. So, wie bin ich denn jetzt dazu gekommen, Minecraft zu machen, etc.? Also, Kurzfassung, Minecraft hat mich schon früher als Junge tatsächlich immer und immer interessiert und ich habe YouTube-Kanäle geguckt, die mir früher extremst viel Spaß gemacht haben. Kann ich mal kurz auf YouTube gehen? Das wäre ganz nice. Und zwar gibt es da diesen einen Minecraft-Kanal, der heißt WTF Minecraft. WTF Minecraft. Gibt es ihn noch? Wenn ich hier eingebe, hoffentlich gibt es ihn noch. Ich glaube, das wurde zusammengeschrieben. Bitte, bitte. Ja, ihn gibt es noch. John Comry, der hat sich jetzt umbenannt. Der hat früher Videos gemacht. Und das sind so wirklich ganz klassische alte Videos gewesen, die mich total inspiriert haben, die ich richtig geil fand. Kann ich das irgendwo... Das sind diese Videos. Vor 6 Jahren war das Ganze ungefähr toll. Und dort hatte er solche Videos gemacht. Ich gucke gerade da zum Beispiel. How to make a Minecart Booster. Das ist etwas, das gibt es heutzutage. Wissen die meisten gar nicht, was ein Booster ist. Aber das war... Früher gab es keine Powered Schienen in Minecraft. Ihr seht, Minecraft Alpha Version 1.1.2. Das ist noch eine Version, die vor eurer Zeit war. Und dort konnte man mittels eines Minecarts, welches man so hinsetzte, wie ihr jetzt gerade hier seht, und ein anderes Minecart, zwei Minecarts quasi beschleunigen. Das heißt, wenn jetzt ein anderes Minecart daherfahren würde, würden die geboostet werden. Und ja, ich habe diese Videos gern gesehen. Und dann habe ich irgendwann selber angefangen, Videos zu machen. Nur die waren halt alle grottig. Und aus diesem Grunde habe ich dann nach einer Zeit damit aufgehört und irgendwann wieder weitergemacht. Und seit 2016, dann kam das Ganze ja wohl offensichtlich ein bisschen stärker bei euch an. Skiller-Raptor-Frage. Wie hast du gelernt, so guten Redstone zu bauen? Das ist auch die Frage, die wir schon hatten. Es ist also, wie gesagt, vieles Selbsterschließung, YouTube-Videos gucken und rumexperimentieren. Nachdenken und diesen bisschen knobeln. Ich möchte was machen und dann knobel ich darüber. Also, das heißt, ab jetzt werde ich diese Frage, wie hast du mit Redstone gelernt, einfach überspringen und nicht mehr beantworten. Herr Sommer X1, Frage, hast du eine Frau/Freundin? Für eine Frau, glaube ich, ist das mit, genau, ich bin aktuell 20 Jahre alt, die Frage wird bestimmt auch gleich nochmal kommen. Frau, nichts überstürzen, hallo, ich möchte erstmal ganz in Ruhe studieren, ich möchte erstmal ein Mann werden und dann können wir uns um Familie kümmern, ja. Eine Freundin, aktuell keine feste Beziehung, falls das ist. Ich habe gute Freunde und natürlich habe ich auch ein paar Kommilitonen im Studentenleben, aber jetzt keine Freundin, beziehungsweise das, was ihr euch unter einer Freundin vorstellt. Ja. Julino, ich glaube, ich werde am längsten brauchen, euren Namen auszusprechen. Also, der werte Herr, Frage, wie hast du dir das ganze Wissen... Ach Gott, ich sollte erst die Fragen lesen, bevor ich... Wünschst du dir Kinder und wenn ja, wie viele? Also, bestimmt später mal Nachfahren zu haben, ist bestimmt eine schöne Sache. Gründe ins Leben zu setzen, warum die Deutschen nicht aussterben. War eine Anspielung auf einen Kabarettisten, den ich sehr, sehr gerne gucke. Jochen Malmsheimer, vielleicht sagt einem oder anderen der Name etwas. Falls ja, juhu! Mike Wurstmann, ich hoffe, ihr habt den Namen richtig ausgesprochen, kannst du mal einen Fahrstuhl bauen? Ich habe einen Fahrstuhl gebaut und ich glaube, ich sollte vielleicht mal YouTube hier öffnen und im Hintergrund haben. Also, oftmals ist es so, dass mich Leute fragen, ob ich was gemacht habe und es ist ja nicht schwer. Ihr müsst ja eigentlich nur The YoCraft und dann Fahrstuhl bei YouTube eingeben. Da findet ihr alle Fahrstühle, die ich bisher gebaut habe. Ich habe einen Command-Block-Fahrstuhl gebaut, ich habe einen Server-Friendly-Fahrstuhl gebaut, ich habe noch ein Fahrstuhl-Video gemacht. Also ich habe eine Menge, ich habe einen Fahrstuhl vorgestellt von jemand anderem. Also Leute, bevor ihr fragt, ob ich etwas gemacht habe, ich habe mittlerweile, wie viele Videos haben wir offiziell? Können wir mal gucken. Also 816 Videos steht hier, ich glaube es sind sogar noch mehr. Ihr könnt mal ganz kurz hier raufgehen. Das ist mein Dashboard quasi. Ihr seht, wo stehen meine Videos? Wo steht, wie viele Videos ich gemacht habe? Videos, unter Videos. Gehen wir unter Videos. 978 sind es tatsächlich, weil ihr dürft ja nicht vergessen, es sind jetzt nicht dabei die nicht gelisteten Videos, sprich die Videos, die nicht angezeigt werden. Also ihr seht, ich habe schon fast 1000 Videos gemacht und wenn ich mal selber darüber nachdenke, dann ouch, das ist schon eine ganz schöne Menge. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass ich schon ein Video dazu gemacht habe, falls ihr mal eine Frage habt. Also googelt bzw. gebt bei YouTube meinen Namen ein und gebt dann einen Begriff dahinter ein, falls ihr was haben möchtet. Das ist auch mal so spannend. Was wird über mich eigentlich eingegeben? The YoCraft Leertaste. Am häufigsten wird nach Freizeitpark gesucht. Einsendung, 2 Tutorials, Tür, Redstone Freizeitpark, Redstone World. An dieser Stelle kann ich auch ein Geheimnis über mich erzählen. Was ich jeden Abend gerne mache, ist folgendes. Ich gebe meinen Namen ein, Enter. Und gehe auf Filter, gehe auf Heute und gucke mir Videos an, die von euch gemacht worden sind. Das heißt, zum Beispiel hier von 26L-Till habe ich gesehen, dass er aktuell Redstone Freizeitpark Reviews macht zu meinen Videos. Oh, Unity by FatRed.
cooles Lied, aber ich glaube, das darf ich jetzt hier nicht abspielen. Nachher wird das Video gesperrt durch die GEMA oder so. Also ihr seht, ich gucke schon immer gerne rein. Ich kommentiere zwar nicht immer die Videos, aber ich gucke schon immer ganz gerne rein, was so andere Leute so in meinem Namen so fabrizieren. Und das natürlich auch nur, wenn ihr in der Videobeschreibung irgendwo meinen Namen angebt. Wenn ihr das natürlich nicht macht, gucke ich mir das Video nicht an. Kann ich auch nicht finden. Pfeile pfarmen. Mal gucken, ob das überhaupt jemand versteht, dass man einfach das P und F austauschen. Ach, egal. So, weiter geht's. Könntest du mal zeigen, wie man Hide and Seek spielen kann mit den Command-Blöcken? Siehe Stream 60.000 Abonnenten. Ja, es wird eventuell mal irgendwann so ein Technikerklärungsvideo dazu kommen. Wie baut man eine automatische Nachttor? Hab ich schon gemacht. Ich hab sowas. Ich hab solche Videos gemacht. Okay. Wie macht man das im Stream gezeigt, wer dich abonniert hat? Da gibt's eine Webseite, die heißt streamlabs.com. Einfach danach googeln, so funktioniert das dann. Also, Streamlabs da. So sieht das Ganze aus. Das ist eine wunderschöne Sache. Pass auf, wir machen das mal eben. Oder? Nein, dann seht ihr meine E-Mail-Adresse. Machen wir nicht. Okay. Aber Streamlabs ist eine Möglichkeit, wie ihr im Livestream quasi mit eurem YouTube-Kanal anzeigen könnt, dass da Abonnenten sind. Wie baut man Jumpscares mit Command-Blöcken? Da gibt es auf YouTube andere Videos dazu. Findest du auch anders. Könntest du nochmal den Fahrstuhl klären? Habe ich schon. Frage, wann gibt es im Freizeitpark weiter? Heute. Heute ist der 26.05.2017. Heute gab es eine neue Folge Freizeitpark. In welchem Bundesland bzw. welcher Stadt kommst du? Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Das ist links in Deutschland. Und ich komme aus der Stadt Münster. Aus dem Münsterlande. Eine schöne Stadt. Eine ganz tolle Stadt. Stadt der Fahrräder und eine wunderschöne Stadt mit einem tollen Tatort. Ragstone, wohnst du noch bei den Eltern und mach eine Tutorial, wie man was einschicken kann. Wie kann man was einschicken? Also erstmal wohne ich noch bei den Eltern? Ja, aber das ist auch ganz einfach dem Umstand geschuldet, weil es für mich am bequemsten ist. Ich studiere hier in Münster. Wieso sollte ich mir dann also hier noch in Münster eine Wohnung suchen, wenn ich so oder so hier in Münster wohne? Ist ja klar, ne? So, und ihr geht auf meine Webseite, geht unter Einsendungen. So einfach. Und jetzt müsst ihr einfach lesen, was da steht. Wenn ihr nicht lesen könnt, dann ist das euer Problem. Aber wenn ihr jetzt lest, was hier steht, dann könnt ihr auch was einschicken. Das ist nämlich alles genauestens erklärt. Machst du mal einen Ausflug zum Beispiel nach Türkei und nimmst du das dann auf YouTube? Nein, ich bin kein Vlogger und ich werde sowas wahrscheinlich nicht machen. Ich werde ja zu Gamescom gehen und werde ich nicht. Ich werde es nicht filmen. Zu welchen YouTubern siehst du auf? Vielen. Darunter unter anderem auch Gronkh zum Beispiel. Ich finde tatsächlich, Gronkh ist ein Vorbild für alle guten YouTuber. Er hat sich wirklich einen harten, langen Weg gehabt. Der hat wirklich tolle Arbeit geleistet und hat einen tollen Stil entwickelt. Und er hat es durchgezogen. Er hat Biss, er hat es eisern durchgezogen. Er hat weitergemacht, er hat nicht aufgehört. Und zu solchen YouTubern sehe ich auf. Aber natürlich auch zu vielen englischen YouTubern. Zum Beispiel Carl Sagan 42, den ich absolut präferiere, der coole Videos macht. Es gibt aber noch andere, Queercology solltet ihr vielleicht kennen oder in 59 Seconds, es gibt wirklich tolle YouTube-Kanäle und ich würde mich bestimmt gerne mal mit einigen von denen unterhalten und treffen. Zaradik, Frage, machst du mal ein Fan-Treffen? Wie gesagt, eventuell werde ich zu Gamescom gehen, ziemlich sicher werde ich zu Gamescom gehen, außer da ist irgendetwas, dann könnte es sein, dass ich dann wahrscheinlich auf Twitter, ihr müsst mich auf Twitter verfolgen, natürlich dafür ankündige, wo ich da bin auf der Gamescom. Da werde ich vielleicht auf Twitter Fotos veröffentlichen, wo ich gerade stehe bei der Gamescom, damit man mich dort treffen kann. Frage, hast du ein Haustier? Ich hatte mal früher einen Hamster, aber aktuell nein. Ich habe auch keine Zeit für ein Haustier. Studium hält einen ganz schön bei Trabe. Frage, hast du in Minecraft for Redstone Technik... Was hast du in Minecraft for Redstone Technik gemacht? Gar nichts. Ganz normal Minecraft gespielt halt. So, weiter geht's. Warum interessierst du dich so sehr für Redstone? Ja, ich find diese Schaltung spannend. Ich find die Unberechenbarkeit, das heißt, also nicht Unberechenbarkeit ist ein schlechtes Wort. Ich finde es cool, dass man quasi so ziemlich alles mit Redstone machen kann, was man nur möchte. Der Antwort von Patrick Kindle entnehme ich, dass wahrscheinlich die nächste Frage ist, was ich studiere. Dankeschön, ich gucke gerade. Also, Frage. Erstens, was studierst du? Mathe und Musik auf Lehramt? Ich möchte eventuell Informatik bald zunehmen, weil das ist bei der aktuellen Universität, auf der ich bin, immer gerade ein bisschen schwer mit zwei Nebenfächern und so eine Kram. Wie heißt du? Immer noch Josef Heinrich. Nachname werde ich aus Diskussionsgründen nicht sagen und fände ich auch fair, wenn ihr das nicht sagt. Es gibt ein paar Menschen, die mich schon kennen. Thumbs up. Und wo wohnst du? Ich wohne hier. Frage. Hat die neue YouTube Adventure Map Krimi etwas mit Tatort und mit Burnet zu tun? da fände ich cool. Nein. Es wird an Krimi eine andere Richtung, aber nicht in Tatort-Richtung. Kannst du aber bitte zeigen, wie man ein Greenscreen in Minecraft macht? Das wäre mal ein Special, wie ich das erklären kann. Es ist nicht schwer, aber ich könnte mir denken, dass ich dazu mal bald ein Video machen werde. Frage.
von Schebitz. Wie kann man ein Redstone von einem Hebel in einer Sekunde zur Lampe in 20 Blöcken anmachen? Was? Von einem Hebel in einer Sekunde zu einer Lampe in 20? Ja, weiß nicht, was du meinst mit einer Schnellleitung. Ich habe mal die schnellste Leitung erklärt. Einfach meinen Namen eingeben und schnellste Leitung. Ein bisschen suchen müsst ihr auch. Ihr könnt ja nicht einfach erwarten, dass das Video euch zufliegt. Ihr müsst schon nach dem Video suchen. Er spielt auch Klarinette, obwohl es keine Frage ist. Aber schön, ich spiele auch Klarinette. Kannst du mal ein Let's Play machen? Habe ich nicht schon mal ein Let's Play gemacht, aber Let's Play interessieren keine. Ich möchte hier Wissensvideos machen und Tutorials machen. Wann kommt wieder Redstone Freizeitpark? Übergehe ich erstmal. Wann kommt die neue Redstone World? Bald. Nach dem Freizeitpark. Würden Sie sich über Fanarts auf Twitter freuen und Sie sich... Er sieht mich. Sie brauchen mich nicht zu siezen. Nein, er duzt mich ruhig. Also das ist vollkommen okay. Wenn ich später Lehrer bin, dann möchte ich natürlich gesiezt werden, weil das natürlich nochmal eine andere Sache ist. Aber wenn man sich außerhalb der Schule trifft, bin ich natürlich du. Würdest du dich über Fanarts auf Twitter freuen? Ich glaube tatsächlich, würde ich mich freuen, wenn jemand Fanarts oder so einschickt, auch in meinem Namen. Und je nachdem, wie cool die sind, könnte es sogar sein, dass ich mal die in einem Special-Video vorstelle. Also... ihr könnt mich über Twitter ja mal antweeten. So, und das Video ist jetzt über 15 Minuten und ich würde sagen, wir setzen hier einen Cut. Eieiei. Und wir haben gerade mal ein Fünftel geschafft. Pass auf, dann machen wir es anders. Dann hebe ich die Videos jetzt auf 20 Minuten an und mache dann 20 Minuten Parts. Machen wir weiter. Woher bekommst du deine Ideen für Minecraft? Genau das ist die größte Frage. Ich denke drüber nach. Die kommen einfach so. Und es ist tatsächlich so, ich denke mal nach, was könnte man machen? Irgendwie, ich sehe irgendwo was und pluck, plötzlich kommt mir eine Idee und ich würde mich selbst als sehr kreativen Menschen einschätzen und ich kriege recht schnell viele Ideen und ich muss gucken, ob welche Ideen umsetzbar sind, welche Crap sind. Und die guten Ideen, die wandern dann über die Videos an euch. Facecam aufnehmen ist auch eine Frage, die häufig gestellt wird, habe ich zumindest beim Überfliegen der Antworten gesehen. Ja, werde ich machen. Ich werde auch mal bestimmt ein Facecam-Video machen, aber aktuell nicht, sondern erst wahrscheinlich bei 100.000 Abonnenten oder vielleicht etwas eher, aber das liegt noch ein bisschen in der Zukunft. Gucken wir erstmal, ob wir überhaupt 100.000 Abonnenten schaffen können. So, Frage, wie bist du zu Redstone gekommen? Habe ich schon geklärt. Wie alt bist du? Immer noch 20. Kann man auch Maps einsenden, die nicht fertig sind? Kannst du machen, aber was willst du mit YouTube noch erreichen? Weiß nicht. Weiter mit euch arbeiten, weiter mit euch spielen. YouTube ist eine wunderschöne kleine Sache, die ich nebenbei mache in meiner Freizeit und mit euch zusammen was mache. Also daher gibt es für mich gerade nichts zu erreichen. Natürlich 100.000 Abonnenten wäre natürlich ziemlich cool, wenn man das erreicht, weil es ist schon irgendwie eine magische Grenze, wenn man das erreicht. Aber andererseits soll mich die Abonnentenzahlen nicht interessieren. Mich interessiert nämlich mehr die Community, mit der ich arbeite. Ne? Aber nichtsdestotrotz werde ich natürlich jetzt nicht ignorieren, wenn ich 100.000 Abonnenten habe. Dann werde ich mich natürlich schon freuen darüber. Also ist jetzt nicht so, dass ich komplett kalt dagegen rüberstehe. Kannst du bitte eine Redstone World weitermachen? Ja, ich weiß, dass ihr gerne haben möchtet, aber erst den Freizeitpark. Ne? Erst das eine, dann das andere. Sonst wird der Freizeitpark nie fertig. Das soll aber bald fertig werden. Dieses Jahr noch, bitte. Kannst du eine Maschine bauen, die zwei gleiche Items trennen kann? Hä? Ich wüsste nicht, wie, und außerdem gute Antwort von Patrick Kindler, aber ich wüsste nicht, wieso man, also, die zwei gleiche Items drin, kann es mal keinen Sinn, sondern einfach, machst du einfach einen Toggle, dass sie hin und her achten. Sonst nochmal vielleicht genauer die Frage stellen. Wie viele Maschinen hast du in deiner Redstone World? Welcher? Der alten, der neuen, der alten sind viele, 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 viele Maschinen. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du dann? Das ist eine sehr schwere Frage. Eine sehr schwere Frage. Wahrscheinlich aktuell, so wie ich mich aktuell einschätze, eine Eule. Ein Tier, welches von oben die Welt sich angucken kann, aber welches auch sehr faul ist und gern schläft und sich gern ausruhen lässt. Und ach, weiß nicht, ein Fuchs ist auch nicht schlecht. Aber ich bin kein Tier, ich bin ein Mensch und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Hast du mal Lust, mit mir ein Redstone-Projekt zu machen? Ein funktionierenden Braustand, großer Braustand etc. Das Ding ist, ich bin fair. Und zwar, wenn ich das dir jetzt erlaube, dann müsste ich es ja auch gleichzeitig, um fair zu sein, allen anderen zu erlauben. Und ich kann mich nicht durch über Zehntausende von Menschen teilen. Das heißt, deshalb kann ich diese Frage leider nur mit Nein beantworten. Gibt es schon was Neues zu den Buddies?
und kannst mal eine Real Story aus der Schulzeit erzählen. Buddies. Ja, richtig. Two Epic Buddies. Die haben ja ausgeschrieben, ob sie beim Projekt mitmachen. Ob sie suchten einen Redstone-YouTuber für irgendein Redstone-Projekt. Und ich habe da geschrieben, ich wäre wohl dabei, wenn das nicht so ganz zeitaufwendig ist. Bis jetzt gab es aber auch keine Informationen von deren Seiten auf Twitter. Das heißt, ich bin selbst mal gespannt, was da jetzt passiert. Ob ich tatsächlich jetzt bei so einem Projekt mitmache. Ich weiß nicht, was für Projekte da auf mich zukommen könnte. Ihr kennt, glaube ich, Two Epic Buddies. Die Buddies zocken. Aber die heißen auf Twitter Two Epic. Die Buddies zocken. Ihr kennt euch bestimmt besser mit denen aus als ich. Könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was die denn so machen könnten. Und zu guter Letzt, bevor wir das Video jetzt beenden, kannst du mal eine Real-Life-Story aus der Schulzeit erzählen. Was gibt's da? Es gibt jeden Tag. Ich habe mal in Mathematik eine Aufgabe richtig gerechnet. Doch, Dankeschön. Im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.